im Hinblick darauf, was die Technik leisten kann auf der einen Seite und wie ethische Fragestellungen dort eingebunden werden. Wenn wir das erreicht haben heute Abend, dann war diese Veranstaltung, glaube ich, ein voller Erfolg. Und ja, wenn ich für heute Abend einen Wunsch frei hätte, dann würde ich sagen, dass diese Veranstaltung, die wir heute hier erstmalig durchführen in diesem Kontext, dass das nicht ein einmaliges Ereignis ist, sondern quasi ein Aufschlagpunkt für zukünftige Veranstaltungen in diesem gesamten Kontext. Dass wir irgendwo auch am Ende des Tages einen Pool an Experten finden, die mit uns dieses Thema weiter begleiten. Die Plattform können wir Ihnen anbieten. Wir können Arbeitskreise gründen, die sich dieses Themas weiter annehmen. Vielleicht an dieser Stelle auch noch ein Hinweis. Bei IEC IEC selber hat das Thema Ethik jetzt auch auf der Agenda. Und wenn Sie Interesse haben, an dieser Stelle mitzumachen, wir haben hier im Raum Herrn Sendko sitzen. Gerade nicht da. Dem können Sie jedenfalls genau diese Fragen stellen. Der kann Ihnen bestens beantworten, was bei IEC gerade läuft und wie Sie sich dort einbringen können. Ja, ich glaube, Sie sind ziemlich gespannt. Ich will Sie jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen und würde mit Ihnen gerne Herrn Professor Hubig begrüßen. Er ist unser erster Redner heute und Direktor des Instituts für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt, Professor für praktische Philosophie, Philosophie der wissenschaftlich-technischen Kultur und hatte als vorherige Stationen Berlin, Karlsruhe, Leipzig, Stuttgart alles hinter sich gebracht. Er war Leiter des ARD-Funkkollegs Technik. Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Philosophie, hat Preise, Auszeichnungen, Ehrenmedaillen, wie ich hier stehen habe. Kurzum, wir haben, glaube ich, in Professor Hubig einen hervorragenden Redner gefunden, der uns in dieses gesamte Thema Ethik und Technik wunderbar einführen kann. Herr Hubig. Ja, guten Morgen allerseits. Lieber Herr Heusinger, danke für die freundliche Vorstellung. Sehr geehrter Herr Stoisloff, ich freue mich, dass, was nicht allzu oft passiert auf dieser Tagung, Ethik im Zentrum oder gar am Anfang steht. Ethik, die sonst sozusagen in Gestalt eines Worts am Sonntag in der Regel nachgereicht wird, nachdem viel verhandelt worden ist. Es ist natürlich ein gewaltiges Thema, das mir hier vorgegeben war, und ich kann nur einige Anregungen geben, die vielleicht dann in den späteren Diskussionen vertieft werden, und freue mich, dass ich Ihnen einschlägige Überlegungen hier anbieten kann. Ich beginne allgemein mit Bemerkungen zum Status einer Ethik der Technik. Dann möchte ich auf die Herausforderungen einer solchen Ethik angesichts teilautonomer Systeme eingehen. Anschließend auf den Wandel der Vertrauensgenese und der Reputationszuweisung, das ist ja das zweite Titelwort des Vortrags Ethik und Vertrauen, um dann schrittweise etwas konkreter zu werden und mit einem kleinen Ausblick auf die Struktur von Verantwortungsnetzwerken und Kriterien der Verantwortlichkeit zu enden. Zum Status. Ethik in der Technik oder Technikethik ist nicht einfach angewandte Ethik. Man ist erinnert an die klassischen Beispiele, der Ford-Pinto-Skandal aus den 50er Jahren. Da war durch die falsche Lagerung des Tanks hinter der Hinterachse mit etwa 3.500 Verkehrstoten zu rechnen. Und die Firma entschied sich, lieber die Haftungskosten zu übernehmen, als die Großserie zu ändern. Oder die Challenger-Katastrophe, in denen die Ingenieure aufgefordert wurden, ihre Fachkompetenz doch einen Schritt zurückzufahren und wirtschaftlichen Überlegungen zu folgen, Waffeneinsatz und Ähnliches. Hier haben wir Probleme allgemeiner Moral, aber keine spezifischen Probleme einer Ethik in der Technik. Vielmehr geht es darum, dass die Gestaltung und Auslegung der Systeme als Möglichkeitsräume
thematisiert werden muss, und zwar so, dass innerhalb dieser Möglichkeitsräume ein Agieren, Entscheiden in moralischer Absicht erhalten bleibt und wir nicht uns Sachzwängen aussetzen. Das ist schon thematisiert im VDI-Ethikkodex, dass eine Hauptpflicht der Ingenieure ist, weitestmöglich Sachzwänge zu vermeiden. Das kann geschehen, indem direkte Steuerungs- oder Regelungsoptionen geltend gemacht werden, beispielsweise und gerade auch mit Blick auf Ausstiegspunkte. Darauf werde ich später noch eingehen. Dann aber auch im Zuge der Delegation von Entscheidungskompetenz an die Systeme, was sind hier die normativen Grundlagen, oder auch im Zuge der Simulation moralischer Einstellungen, das, was in problematischer Weise als Roboterethik bezeichnet wird. Der Status ethischer Subjekte selbst bleibt teilautonomen Systemen verwehrt, weil diese Systeme zwar Repräsentationen bilden können, insofern können wir durchaus in einem schwachen Sinne von Bewusstsein oder Erkennen sprechen. Sie können auch Repräsentationen über ihre eigenen Zustände bilden, Selbstmodelle. Also der Roboter Max beispielsweise vom ZeitTech in Bielefeld kann eine Antwort verweigern mit der Auskunft, dass er noch nicht eine gesicherte und belastbare Informationsbasis habe, um hier seriös zu antworten. Aber die Systeme können nicht die Regeln der Repräsentationsbildung selber anerkennen. Und ein Selbstbewusstsein als verantwortliche Subjekte einer solchen Anerkennung bilden. Also Roboter Max kann nicht sagen, ich hätte zwar die Gelegenheit gehabt, mir die Informationsbasis zu verschaffen, ich wollte aber nicht. Es gibt Impulse, die Ihnen bekannt sind, zum Beispiel aus dem VDI-VDE-Statusreport Industrie 4.0. Wörtlich, der Mensch solle als Dirigent im Wertschöpfungsnetzwerk sich seiner selbst vergewissern und aktiv werden. Wenn wir diese Metapher des Dirigenten einmal ausreizen, dann kann man ja sagen, die Dirigenten bearbeiten einerseits die Partitur für die Zwecke der Aufführung, also das, was vorgegeben ist, die Pläne. Und sie leiten das Orchester selber. Für das Orchester ständen jetzt hier sozusagen die Systeme, einschließlich der teilautonomen Systeme, indem der Dirigent das Rollenprofil der aktiven Beteiligten festlegt, indem er die Schnittstellen festlegt zwischen den verschiedenen Betroffenen, was die Eingriffstiefe, was die Variabilität, den Virtualisierungsgrad angeht und dann aber auch die Interfaces ganz konkret gestaltet mit Blick auf die zu nutzenden Informationskanäle, die Codes, die Tiefe der Information, die Dichte oder Ähnliches. Und einen ähnlichen Impuls natürlich aus der deutschen Normierungsroadmap Industrie 4.0, in der darauf verwiesen wird, dass die nicht funktionalen Eigenschaften als Querschnittseigenschaften neben der primären Nutzenfunktion ins Zentrum der Überlegung und dann natürlich auch der Gestaltung rücken sollten. Neben Referenzmodellen als Metamodellen für technische Systeme, die leittechnischen Funktionen und die technisch-organisatorischen Prozesse wird dann explizit darauf hingewiesen, dass es um die Aufgaben und Rollen des Menschen in der Industrie 4.0 ankäme und entsprechende Empfehlungen werden in Aussicht gestellt, einmal für die Security, insbesondere angesichts der sogenannten Self-X-Technologien, also der Technologien, die Selbstkonfiguration, Selbstheilung, Selbstoptimierungsprozesse aufweisen und dann natürlich auch die Informationssicherheit, Integrität und Vertraulichkeit. Wir haben also Anschlussstellen, die auch direkt eingefordert werden, um ethische Überlegungen zu implementieren. Weshalb es wichtig ist, dass man sich der Herausforderungen der Ethik angesichts teilautonomer Systeme vergewissert. Ich schlage vor, und ich bin weit davon entfernt, jetzt einen philosophischen Anspruch sozusagen als Begriffspolizei hier etablieren zu wollen. Es geht um die Frage, welche Unterscheidungen pragmatisch sinnvoll sind und die können wir dann auch nachher in den Diskussionen vertiefen. Ich schlage also vor, was die Autonomietypen angeht, zwischen drei Typen zu unterscheiden. Einmal eine operative Autonomie, die dann gegeben ist, wenn Freiheitsgrade bei der Wahl optimaler Mittel
zum Beispiel was Effizienz und Effektivität angeht, bei gegebenen Zwecken vorliegt. Das trifft alle adaptiven Assistenzsysteme, Fahrassistenzsysteme, assistierende Roboter in der Fertigung oder Ähnliches. Wir haben einen Spielraum im Einsatz der geeigneten Mittel. Daneben ist zu unterscheiden eine strategische Autonomie. Da geht es um Freiheitsgrade der Wahl optimaler Zwecke unter gegebenen Zielen, was die Priorisierung von Zwecken, Umwege, die eventuell eingeschlagen werden, Taktung, Dauer der Zweckverfolgung, Abbruch der Zweckverfolgung angeht, unter den, wie gesagt, gegebenen Zielen bei Planung und Realisierung von Abläufen. Zum Beispiel bei der Fertigung, wenn eine künstliche Intelligenz etwa den Tagesablauf in einer Fertigung plant, je nach Halbzeugstand, Maschinenverfasstheit, Aufträgen, individuell einlaufenden Aufträgen etc. Aber auch in der Pflege, was Therapie angeht, beim autonomen Fahren, haben wir solche Elemente strategischer Autonomie. Und davon zu unterscheiden ist eine moralische Autonomie, die in der Freiheit der Anerkennung von Prinzipien und Zielen und der Selbstzuschreibung dieser Anerkennung an die Subjekte, die sie vollziehen, also ich habe dies verantwortlich anerkannt, liegt. Und wie wir gesehen haben, bleibt diese moralische Autonomie autonomen Systemen verwehrt, aus systematischen Gründen. Entsprechend diesen drei Typen finden wir drei Typen von Verantwortungsdelegation. Im ersten Fall können bestimmte, im schwachen Sinne, Erkenntniskompetenzen, was Situationen angeht und auch Entscheidungskompetenzen relativ zum Sollzustand, der vorgegeben ist, an die Systeme vollständig delegiert werden. Allerdings in den Grenzen, in denen die Verantwortung bei denen, die die Delegation vornehmen, verbleibt. Dasselbe gilt für die strategische Autonomie. Erkennen und entscheiden ist teilweise delegierbar, sofern bestimmte Interventionsoptionen, Abbruchsoptionen, Reversibilität von Entscheidungen, Systemwechsel auf ein anderes System gewährleistet sind durch menschliche Subjekte, während die moralische Autonomie nicht delegierbar ist. Also die Autonomie, die Ziele anzuerkennen, unter denen diese Prozesse laufen. Und entsprechend finden wir auch eine Vertiefung und Verstärkung der jeweils anzuführenden ethischen Orientierungen. Bei operativer Autonomie argumentiert man in der Regel auf einer utilitaristischen, also nutzenbezogenen Basis, dann aber auch vertragsethisch, wenn es um Haftungsfragen geht, darauf gehe ich noch ein, jeweils auf Basis einer bestimmten Aggregation von Interessen und einem Abgleich von Präferenzen, was Safety und Security betrifft. Die Begründungen können algorithmisiert und schematisiert sein, sofern der Rahmen, in dem sie stattfinden sollen, also die Ziele und Prinzipien, anerkannt sind. Was die strategische Autonomie angeht, die ja tiefer greift, finden natürlich auch utilitaristische Impulse aus der Ethik einen Anschluss. Dann aber auch im Wesentlichen klugheitsethische Impulse. Die Klugheitsethiken in der langen Tradition zielen auf den Erhalt des Handelnkönnens, der Handelnskompetenz, auch langfristig. Was die moralische Ebene angeht, sprechen wir natürlich von Prinzipien, unter dem Ideal der Menschenwürde. Wir sprechen von Menschenrechten und das ist der Bereich der sogenannten deontologischen oder Pflichtethiken, der hier geltend gemacht wird und in diesem Feld spezifisch in der Domäne menschlichen Anerkennens liegt. Es war nun in dem vorgegebenen Thema neben Ethik von Vertrauen die Rede. Und hier haben wir auch einige Grundbegriffe, die in der sozial- und handlungstheoretischen Diskussion eigentlich sehr konsensual eingesetzt werden, nach denen wir Vertrauen von einem reputationsbasierten Kalkulieren unterscheiden.
Vertrauen ist eine Haltung oder eine höherstufige Handlung, die sich auf andere Handlungen bezieht, unter der wir bestimmte Handlungen allererst ermöglichen. Wenn wir immer Risiko-Chancen-Abschätzungen machen würden, kämen wir kaum zum Handeln und dabei natürlich darauf aus sind, die Vorteile des Handelns zu steigern, was die Zweckrealisierung angeht. Wir entwickeln Vertrauen gegenüber Personen, Institutionen, Organisationen oder auch Systemen in Erwartung einer bestimmten Absicht, Kompetenz und Leistung, die diesen Institutionen abgefordert und erwartet wird. Und spezifisch für das Vertrauen, und das ist auch die Leistung von Vertrauen, das ja in langen Traditionen sich herausbildet, ist, dass man einen möglichen Schaden schlicht ausklammert, der den erwarteten Nutzen übersteigen könnte, um sich zu entlasten von den entsprechenden Kalkulationen. Das gilt eben nicht für ein reputationsbasiertes Kalkulieren, in dem eine Entscheidung und eine Handlung entsprechend vorliegt, zwecks Vorteilserlangung oder Steigerung, wenn Sie beispielsweise bei einem schweren Leiden sich einen Spezialisten aussuchen als Therapeuten, dann schauen Sie sich die Rankings an, die Reputation, die er hat. Oder wenn Sie im Fall der Krisenkommunikation, ist inzwischen schon entwickelt, auf sogenannte Trust-Kalküle rekurrieren, um die Validität von Informationen auf einem bestimmten Bewertungslevel sich kenntlich zu machen. Das Kalkulieren findet natürlich auch gegenüber Personen, Organisationen oder Systemen statt. Und auf dieser Basis werden dann nicht schlicht Erwartungen, sondern konkrete Prognosen entwickelt, eben gerade in Ansehung der Reputation, und das Risiko sollte eben kleiner oder gleich der Chance sein. Man kann auch sagen, es ist rationales Wetten. Vertrauen nun entsteht auf Basis eines bewährten Abgleichs von Erwartungen und Erwartungserwartungen. Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich etwas ganz Einfaches. Wenn Sie eine Aktion vollziehen, haben Sie eine Erwartung, dass der Zweck realisiert wird, sonst würden Sie nicht agieren. Wenn Sie eine Interaktion vollziehen, wie wir zurzeit beispielsweise, dann haben Sie eine Erwartung an die Erwartung Ihrer Co-Akteure. Ich habe Erwartungen über Ihre Erwartungen. Ich hoffe, dass sie zutreffend sind. Und nachher in der Diskussion entwickeln Sie auch entsprechende Erwartungserwartungen, hoffentlich was mich betrifft. Und diese Erwartungserwartungen werden beständig korrigiert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den ich nachher noch zu sprechen komme. Die Frage nämlich, wie man so etwas in Systemen implementieren kann. Die Frage ist, ob in der Industrie 4.0 ein Wandel von Interaktionsprozessen stattfindet. Ich bejahe dies, ich werde es gleich zeigen. Und wenn ja, ob daraus ein Erfordernis neuer Kommunikationsprozesse für die Prozesse in der Industrie 4.0 resultiert. Schauen wir uns dies etwas genauer an. Im Feld klassischen Interagierens, von dem eben die Rede war, gehen wir mit Erwartungserwartungen um, in diesem Fall und für unsere Fragestellung Erwartungserwartungen, die die Entwickler, Entwicklerinnen über die Nutzerinnen haben und umgekehrt. Und das manifestiert sich darin, dass in den Systemen Nutzerstereotype und Nutzerprofile implementiert werden. Nutzer, Nutzerinnen wiederum artikulieren ihre Problemsicht, ihre Desiderate, ihre Leistungsprofile, die sie von den Entwicklerinnen und Entwicklern erwarten, in Pflichtenheften beispielsweise. Indem nun im Rahmen von 4.0 und teilautonomen Systemen die Interaktion technisch vermittelt wird, zum Beispiel über Sensordatenerhebung und Sensordatenfusion, über Kontextmodellierung, die den Systemen selber zugrunde liegt, mediale Steuerung der Systeme über die Trainingsbedingungen, unter denen die Systeme lernen, bilden die Systeme selber nicht Erwartungen, das können sie auch gar nicht, sondern bestimmte Dispositionen im Rahmen von Rollenzuweisungen und Gestaltungsstandards, die ihnen überantwortet wurden seitens der Entwickler und Entwicklerinnen. Wie sieht das konkret aus? Wir haben nicht mehr klassisch eine Interaktion, sondern, so schlage ich vor, wir sollten weniger euphemistisch hier von einer Co-Aktion sprechen, denn das Verhältnis zwischen den
autonomen Systemen oder teilautonomen Systemen und den Nutzern und Nutzerinnen ist asymmetrisch. Inwiefern? Nun, gegeben einen bestimmten Kontext, eine bestimmte Situation, haben die Nutzer natürlich eine bestimmte Informationsbasis und bestimmte Präferenzen und Erwartungen. Das System selber hat auch eine Informationsbasis, bildet aber auf dieser Basis nicht im natürlichen Sinne Erwartungen, sondern Dispositionen heraus. Also das System hält bestimmte Reaktionen vor für den Fall, dass ein bestimmtes Signal das System erreicht. Wie erhält das System seine Signale? Durch Tracking. Es beobachtet, es verfolgt die Aktionen der Nutzer auf der Basis von Strukturen, die es im Zuge von Vorgaben und Trainingsbedingungen erhalten hat. Zwar nehmen die Nutzerinnen und Nutzer auch Systemreaktionen wahr, aber in einer Weise, die nicht jetzt höherstufig abgeglichen werden kann auf Richtigkeit, die nötige Transparenz fehlt. Wir wissen nicht genau, was nun getrackt wird im Einzelnen. Daraus resultiert nun, wenn eine Koaktion zwischen einem, sagen wir, Assistenzroboter und einem Arbeitenden oder im Zuge einer sonstigen Systemnutzung stattfindet, resultiert daraus, dass ein hybrider Akteur entsteht. So wie man Hybridität klassisch definiert als Zusammenwirken von zwei, für sich selber gesehen, aber unabhängig agierenden und in der Aktion sich fortschreibenden Instanzen. Die Operation des Nutzers und die Operation des Systems trifft hier zusammen zu einem gemeinsamen Effekt, der dann zu neuen Situationen, die dann wiederum als Kontexte interpretiert werden, führen. Im Zuge des Tracking entstehen nun Entwicklungen, die darauf hinauslaufen, dass das jeweils bisher Vollzogene priorisiert wird, weil daraus Routinen abgelesen werden, auf die die Systeme reagieren, mit dem Ziel, Irritationen und Unerwartetes abzubauen, Relevanzen zu bilden in einer Art Ranking, unter der Funktion, dass ein Weiterhandeln, ein Anschlusshandeln gewährleistet ist. Und wenn dies in dieser Weise stattfindet, führt das für die Nutzerinnen und Nutzer zu, wie man dann sagt, Spiegelwelten. Sie haben nicht mehr einen direkten Zugang zu ihrer Handlungsumgebung, sondern dieser Zugang ist schon in gewisser Hinsicht kanalisiert. Und das führt dann natürlich zu einer entsprechenden Einschränkung der Bildung von Selbstbewusstsein, der Selbstvergewisserung, wie erfolgreich, wie mangelhaft die eigenen Aktionen sind. Und wir finden das etwa bei der Gestaltung von Suchalgorithmen im Netz oder wir finden es, wenn, wie oft formuliert wird, die Systeme unsere Emotionen lesen lernen, im Smartphone, bei Fertigungsrobotern, aber auch bei den Kuschelrobotern, wie sie erfolgreich in der Therapie von Demenzkranken eingesetzt werden. Aus diesem Grund haben wir im Zuge eines lang laufenden Sonderforschungsbereichs Ubiquitous Computing, das war der SFB 627 Nexus in Stuttgart, überlegt, wie man diese Defizite kompensieren kann. Wie man im Unterschied zu der natürlichen Kommunikation, die ständig die Bildung von Interaktionen begleitet, die Bildung von Erwartungserwartungen zu korrigieren vermag, hier angesichts der Asymmetrie der Kommunikation zwischen Systemen und Nutzerinnen und Nutzern Ebenen einziehen kann, die sozusagen einen Ersatz dafür darstellen, was im Rahmen natürlicher Vertrauensbildung und der entsprechenden Korrekturen stattfindet. Und wir haben damals vorgeschlagen, hier drei Ebenen einer solchen Ersatzkommunikation als Parallelkommunikation über die Mensch-System-Kommunikation geltend zu machen. Und zwar einmal in der Entwicklung dahingehend, dass die Entwickler, Entwicklerinnen und Nutzer Dialoge führen über die Frage, wie Verantwortungsdelegation in die Systemarchitektur und die Trainingsbedingungen implementiert werden kann.
Ein Ergebnis nur, dass Sie vielleicht eine Vorstellung bekommen, war, dass mit Blick auf die smarte Fabrik Unterschiede gemacht werden, was die Sensorik angeht. Und das Prozessieren der Maschinen wird kontinuierlich überwacht, um zum Beispiel auch Prognosen über mögliche Ausfälle etc. Verschleiß zu gewinnen. Für die Menschen wurde eine sogenannte limitbasierte Sensorik eingeführt. Nur wenn die Situation kritisch zu werden droht, werden die entsprechenden Daten so fusioniert, dass dann reagiert werden kann. Also nicht eine kontinuierliche Überwachung findet statt, sondern im Krisenfall oder wenn bestimmte Grenzen erreicht werden. Während der Koaktion zwischen Menschen und Systemen soll es möglich sein, und viele Assistenzsysteme, auch gerade Fahrassistenzsysteme bei Bosch, werden in dieser Hinsicht schon optimiert, dass On-Demand System oder nutzerinduzierte Dialoge, also sei es auf Wunsch der Nutzer oder der Systeme, stattfinden können, um Transparenz zu schaffen. Operative Transparenz, also die jeweils partiellen Algorithmen, die hier relevant wurden. Es gibt ja keinen Zentralalgorithmus mehr bei lernenden Systemen, deutlich gemacht werden können, um ein Management von Irritationen zu erlauben, zum Beispiel Explikationen von Veränderungen von Umweltbedingungen, von Systemseite, dass das System sagt, das sind bestimmte Bedingungen, auf die ich nicht trainiert bin, die nicht identifizierbar erscheinen, oder auf Veränderungen von Präsenz oder Vigilanz der Nutzerinnen und Nutzer verweist und umgekehrt. Auf dieser Basis kann dann ad hoc eine neue Koordination der Koaktion stattfinden. Denken Sie zum Beispiel an Fälle, in denen Fahrassistenten beim Versagen des Organismus des Fahrers, der Fahrerin, die Spur weiterhalten, ja, und Versuche, das Auto in den Straßengraben zu lenken, dann entsprechend scheitern. Nach der Koaktion sollte in regelmäßigen Intervallen vermieden werden, dass die Individuen einzeln mit ihren Erfahrungen alleingelassen den Systemen gegenüberstehen, und zwar dadurch, dass bestimmte Foren der Bilanzierung, der Evaluation, der Supervision, des Monitoring institutionalisiert werden, um bei gegebenem Anlass Bedingungen der Koaktion neu zu verhandeln. Ganz wichtig in diesem Kontext ist, dass, und das wird auch in großen Unternehmen zunehmend explizit eingeführt, so etwas wie eine Fehlerkultur etabliert wird, also regelrecht Anreizsysteme entwickelt werden, um Pannen überhaupt mal transparent zu machen, Fehler handelbar zu machen und aus diesen Fehlern Impulse zu erlangen, zu lernen und entsprechende Umstellungen vorzunehmen. Nicht immer nur das Gelingen präsentiert wird in der Konkurrenz der Projekte, wir sagen da immer Projektdarwinismus, nicht immer nur die Leistungen betont werden, sondern auch die Schwachstellen. Ich komme zum Schluss. Wenn wir uns die Landschaft von Instanzen, Verantwortungsdelegatoren, Systemen etc. anschauen, die maßgeblich daran beteiligt sind, dass bestimmte Effekte zustande kommen, entsteht so etwas wie ein Wimmelbild. Und wenn es darum geht, Effekte zu bewerten, um von dort aus Systeme, Systemarchitekturen, Trainingsbedingungen, aber auch Schulungsimpulse für die Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen und fortzuschreiben, dann kommt es jeweils darauf an, wie das Zusammenwirken dieser Elemente modelliert werden kann. Ein Vorschlag, der aus der sogenannten Akteur-Netzwerk-Theorie stammt, ist, die jeweils obligatorischen Passagepunkte rückzuverfolgen, die für das So-Sein eines bestimmten Effekts, nehmen Sie diesen Fall des Versagens des Spurhaltesystems, maßgeblich sind. Und da haben wir natürlich eine ganze Reihe von Instanzen, Entwicklern, Nutzer, die Hersteller des Systems, die Normierungsgremien, die die Rahmenbedingungen festlegen, die Systeme selber,
was ihre operative und strategische Autonomie angeht, die jeweiligen Delegationsinstanzen der Verantwortung, die sozusagen grünes Licht geben, die Verantwortungsleistung an die Systeme zu delegieren und natürlich das, was an Umweltbedingungen sich maßgeblich bemerkbar macht. In allen diesen Punkten lässt sich, und das ist ein Ertrag dieser Theorie, nicht mehr feinsäuberlich unterscheiden, was sind die subjektiven Anteile, was sind die technischen Anteile, was sind die vorfindlichen Umweltbedingungen oder die natürlichen Anteile, sondern eine ganz, wie ich finde, glückliche Formulierung im Rahmen dieser Theorie ist, hier nur von Fragmenten zu sprechen, die erst in ihrem Zusammenwirken und ihrer Relationierung jeweils den konkreten Effekt bilden. Wir sind ständig dabei, angesichts der Verfasstheiten von Techniken auch unsere Präferenzen umzubauen. Unsere Präferenzen selber sind zunächst mal intentionale Fragmente, die erst im Lichte der Mittel und der Techniken, die wir einsetzen, dann ihrerseits noch einmal validiert werden. Vielleicht sollte ich an diesem Fall mal das etwas platte Beispiel, das Bruno Latour anführt, nennen, nämlich die Pistole in der Hand. Ist die Pistole dafür maßgeblich, dass sie schießen oder wie sie schießen? Oder sind sie allein dafür maßgeblich? Nein, das sind zunächst zwei Fragmente, die in ihrem Zusammenwirken aktualisiert werden, was man zum Beispiel daran sieht, dass die Pistolen von Streifenbeamten einen enorm hohen Abzugswiderstand haben, damit diejenigen, die schießen wollen, gezwungen sind, sich nochmal darüber zu vergewissern, ob in diesem Fall dies geboten ist, während die Pistolen von SEK-Beamten einen dazu zwingen, die Luft anzuhalten, weil sie so leicht losgehen. Da muss schnell reagiert werden, die Rahmenbedingungen sind klar. Und das können Sie in vielen Bereichen des Zusammenwirkens von Mensch und Technik sehen. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Frage, wie sich dann Umweltbedingungen hier als natürliche Fragmente bezeichnet, geltend machen. Das können wir vielleicht nachher mit Blick auf konkrete Assistenzsysteme noch mal genauer verfolgen in der Diskussion. Jedenfalls können wir mit Blick auf Kriterien der Verantwortlichkeit, wenn wir solche obligatorische Passagepunkte aufsuchen, zunächst uns vergewissern, dass es die vier klaren Kriterien gibt: kausale Urheberschaft, Kontrollfähigkeit auch über Alternativen, Autonomie, Teilautonomie beim Entscheiden und normative Rechtfertigungsfähigkeit. Was die ersten drei betrifft, scheint es mir durchaus zielführend, in der Frage der Haftungsverantwortlichkeit Systeme als, wie es dem Vorschlag des EU-Parlaments entspricht, elektronische Personen zu bezeichnen. Warum? Weil sich, wenn es um diese Haftungsfragen geht, weil es nicht mehr geeignet erscheint, dieses Gewirr von obligatorischen Passagenpunkten in jedem einzelnen Fall zu rekonstruieren, sondern wenn wir einer nicht natürlichen, sondern elektronischen Person sozusagen im Zuge der Verantwortungsträgerschaft ein bestimmtes Haftungsbudget zuweisen, in das die anderen Instanzen dann einzahlen, können Haftungsfälle auf diese Weise einfacher geregelt werden. Das ist der einzige pragmatische Grund, weshalb es mir sinnvoll erscheint, hier von Personen zu sprechen. Es ist klar, dass es rein um eine juristisch fixierte Rollenwahrnehmung geht und nicht um ein Personenkonzept, wie es im Bereich der moralischen Autonomie geltend zu machen ist. Wenn die normative Rechtfertigungsfähigkeit mit in den in das Verantwortlichkeitsfeld konstitutiv einbezogen wird, kommen natürlich nur natürliche Personen, Organisationen, die von solchen Personen vertreten werden, Institutionen als Koakteure, Verantwortungsdelegatoren oder auch hier in dem Kontext gerade als Normierer in Frage. Dieser Personenstatus bleibt den Systemen verwehrt. Ja, so viel. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich einige kleine Impulse für die Diskussion Ihnen anbieten konnte. Die eigentliche Arbeit müsste eigentlich jetzt erst beginnen, dies nämlich genau auszubuchstabieren und zu vertiefen. Das lässt sich in so einem kleinen Impulsvortrag natürlich nicht leisten.
Wie gesagt, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nicht delegierbar bezeichnet, ist es so zu verstehen, dass man sie nicht delegieren darf aus ethischen Gesichtspunkten oder so, dass Sie davon ausgehen, dass ein technisches System die niemals sozusagen erfüllen kann und dementsprechend nicht delegierbar ist? Man kann sagen, in beiderlei Hinsicht. Erstens ist sie aus systematischen Gründen nicht delegierbar. Da gibt es eine ganze Reihe von Argumentationslinien. Das fängt schon mit logischen Argumentationen an. Sie kommen dann in die sogenannte Selbstbezüglichkeitsproblematik, wie sie von Gödel und vielen anderen behandelt wurde. Wenn ein System sozusagen sich selber nicht bloß in einem bestimmten Zustand repräsentieren soll, sondern auch seine Rolle bei dieser Repräsentation mitbedenken soll, bekommen wir Unvollständigkeiten und Widersprüche in der Zuschreibung. Das können wir jetzt vielleicht in der Kürze nicht vertiefen, aber es ist so, dass aus diesem Grunde natürlich dann auch, weil rein logisch eine solche Delegation nicht stattfinden kann, sie auch nicht gefordert werden könnte, so in dem Sinne, die Roboter sollen auf einmal diese Art von Ethik für sich selber als Träger entwickeln. Wenn von Roboterethik die Rede ist, kann es allenfalls darum gehen, dass bestimmte Verhaltensweisen, die ethisch gerechtfertigt sind, von den Robotern in bestimmten Kontexten simuliert werden. Aber sie sind selber nicht Adressaten einer Ethik. Adressaten einer Ethik sind immer diejenigen, die die entsprechenden Regelsysteme, Priorisierungen oder Ähnliches delegieren. Ja. Und nebenbei bemerkt, das sogenannte Killer-Argument, dass Roboter zum Beispiel autonome Fahrzeuge in ethische Dilemmata geraten, wenn zum Beispiel Kollisionen nicht vermeidbar sind. Dieses Killer-Argument zieht nicht, und das sieht man auch sehr schön, wie die Verhältnisse sind, denn vor diesen Dilemmata stehen natürliche Fahrer, natürliche Personen auch. Ja? Und gerade moralische Dilemmata, sonst wären es keine, sind dadurch definiert, dass sie nicht unter moralischen Kriterien auflösbar sind. Ja? Daran sehen Sie die Problematik. Also wir können, was die moralische Diskussion angeht, die entsprechenden Delegationsprozesse gar nicht vornehmen. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es werden jetzt ein paar Fragen zu viel sein. Ich würde deswegen vorschlagen, dass wir heute Nachmittag, Sie sind ja nämlich auch in der ersten Parallelsession dann dabei, und da könnten diese Fragen dann vielleicht nochmal adressiert werden. Aber trotzdem erstmal ganz herzlichen Dank.